Wie ihr mit Lesezeichen eine schöne Filterung in Power BI machen könnt, das sehen wir uns nun an. Angenommen, wir haben folgenden Bericht vor uns. Hier sehen wir in der ersten Grafik den Umsatz nach Monate und die dazugehörige Tabelle und können beide Grafiken über diesen Datenschnitt entsprechend filtern. Nun, Power BI bietet nun eine Möglichkeit an, wie ihr mit Lesezeichen eine schöne Filterung vornehmen könnt. Dazu müssen wir im ersten Schritt den Lesezeichenbereich einblenden. Dazu geht man im Menü auf Ansicht und wählt den Lesezeichenbereich aus. Und öffnet sich nun ein kleines Fenster. Jetzt kann ich eine Filterung vornehmen und mit Hinzufügen kann ich ein Lesezeichen setzen und benenne diese Kanada. Nun habe ich ein Lesezeichen gespeichert mit der aktuellen Filterung. Beispielsweise, wenn ich jetzt auf Deutschland selektiere, kann ich über das Lesezeichenmenü über einen Klick nach Kanada wieder auf die gespeicherte Filterung zurückspringen. Nun möchte ich aber statt diesem Datenschnitt nun über diese Bildgrafiken, wo die entsprechenden Länderflaggen eingeblendet sind, filtern. Dazu erstelle ich nun für das jeweilige Land analog wie mit Kanada einen Lesezeichen und hinterlege diese in der Grafik. Wählen wir nun Frankreich, klicke auf Hinzufügen und speichere diese. Wähle nun Deutschland. Und setze wieder ein Lesezeichen. Nun haben wir für diese drei ein Lesezeichen erstellt. Jetzt kann ich mit Klick auf die entsprechende Bildgrafik folgende Vorstellung vornehmen. Und zwar gibt es die Möglichkeit Aktion und kann hier den Typ auf Lesezeichen setzen und eines von meinen gespeicherten Lesezeichen hinterlegen. In diesem Fall Kanada. Das gleiche nehme ich nun für Frankreich vor. Sowie für Deutschland. Nun, wenn ich den Lesezeichenbereich ausblende und im Windows, im Power BI Desktop mit Steuerung Klick auf die entsprechende Grafik wähle, habe ich nun die Filterung über diese Bildgrafik. Ich kann noch diesen Datenschnitt ausblenden. Dazu muss ich aber jedes Lesezeichen nun aktualisieren und den Datenschnitt ausblenden. Dazu benötigen wir das Auswahlbereichsfenster sowie den Lesezeichenbereich. Und bei der Selektion Deutschland gibt es nun in den Auswahlfenster die Möglichkeit, den Datenschnitt auszublenden. Mit einem Klick auf Deutschland, auf das Lesezeichen und aktualisieren, werden nun die neueste Filterung gespeichert und der Datenschnitt ist ausgeblendet. Das muss ich für Frankreich ebenso vornehmen. Ich wähle den Datenschnitt ausblenden und klicke auf aktualisieren. Und für Kanada ebenfalls.
Nun sind meine Lesezeichen ohne diesen Datenschnitt gespeichert. Ich kann diese entfernen und habe nun die Möglichkeit, über diese Ländergrafiken zu filtern. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich würde mich sehr über ein Like oder über eine Subscription freuen und bis demnächst.